Hallo liebe Freunde, willkommen zu Gott auf meiner Seite. Heute mit Seite 228. Lasst uns gemeinsam beten. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir so sehr, dass dein Wort uns zeigt. Wie du dir wünschst, dass wir den Alltag erleben und gestalten. Danke Herr, dass du durch dein Wort uns verändern möchtest und dass du uns diese Gerechtigkeit schenken möchtest, die sich darin zeigt, für andere da zu sein und ihr Wohl höher einzuschätzen als unser eigenes Recht. Herr, wir möchten dich bitten, dass du auch heute durch deinen Geist, durch dein Wort zu uns sprichst und uns zeigst, wie wir die Dinge, die wir hören und lesen, anwenden können auf unseren Alltag. Das bitten wir im Namen Jesu. Amen. Wir sind in 5. Mose 24. Es geht um verschiedene Grundsätze, Prinzipien und Verordnungen, die das Leben des Alltages des Volkes regeln sollen. Vers 17. Du sollst das Recht eines Fremdlings und einer Weise nicht beugen und sollst das Kleid der Witwe nicht zum Pfand nehmen. Und du sollst bedenken, dass du in Ägypten auch ein Knecht gewesen bist und dass der Herr dein Gott dich von dort erlöst hast. Darum gebiet ich dir, dass du dies tust. Die Grundlage all dieser verschiedenen Prinzipien und Rechtsordnungen war, dass die Israeliten sich bewusst machen sollten, wir waren selbst einmal Knechte. Und wir wissen, wie es ist, wenn man bedrückt wird. Wir wissen, wie es sich anfühlt, wenn man auf der Verliererseite steht, wenn man Opfer ist. Wir wissen, wie es sich anfühlt, wenn man ungerecht behandelt wird. Gerade weil sie das wussten, sollten sie nicht andere auch wiederum ungerecht behandeln, sondern sich daran erinnern, dass Gott sie erlöst hat und von dieser Freude der Erlösung auch den weniger begünstigten Menschen im Leben etwas abgeben und zeigen. Wenn du auf deinem Feld geerntet und eine Gabe auf dem Feld vergessen hast, so sollst du nicht umkehren, um sie zu holen, sondern sie soll dem Fremdling, der Weise und der Witwe gehören, damit dich der Herr dein Gott segnet in allem Werk deiner Hände. Wenn du deine Oliven abgeschlagen hast, so sollst du danach nicht die Zweige absuchen, es soll dem Fremdling, der Weise und der Witwe gehören. Wenn du dein Weinberg gelesen hast, so sollst du danach nicht Nachleser halten, es soll dem Fremdling, der Weise und der Witwe gehören. Hier sehen wir, wie ein... Grundlegendes Prinzip, nämlich das, dass man den eigenen Besitz nicht allzu strikt für sich alleine haben möchte. Der Besitz, das Eigentum wird ja in der Bibel geschützt, aber Gott wünscht sich auch, dass wir nicht allzu kleinlich damit umgehen, wie dieses Prinzip jetzt auf verschiedene Sachverhalte, auf verschiedene Situationen Anwendung findet. Und das zeigt uns, dass die Gebote, die hier uns in diesen Kapiteln gegeben werden, Beispielhaft sind, exemplarisch und Gott wünscht sich, dass wir das Prinzip dahinter eruieren, verstehen und dann auch auf die Situation in unserem Leben übertragen, wo es vielleicht nicht gerade um Oliven oder Weinbeeren geht, sondern vielleicht um andere Situationen, aber wo das gleiche Prinzip zum Tragen kommt. Und du sollst bedenken, dass du selbst ein Knecht gewesen bist im Land Ägypten. Darum gebiete ich dir, dies zu tun. Erneut sehen wir, dass die Erfahrung der Erlösung die Grundlage ist. Für ein gerechtes Leben, so wie Gott es sich wünscht. Wenn zwischen Männern ein Streit entsteht und sie vor Gericht treten, und man richtet sie, so soll man den Gerechten für gerecht erklären und den Übeltäter für schuldig. Und wenn der Übeltäter Schläge verdient hat, soll der Richter ihn niederfallen lassen. Und man soll ihm vor seinem Augen, vor seinen Augen die bestimmte Tracht Prügel geben, je nach dem Maß seiner Schuld. Die Strafe steht also proportional zu der Schwere der Schuld. Das ist ein Prinzip, das auch ganz am Ende der Zeit, nach den tausend Jahren, wenn das Feuer fallen wird, eine Rolle spielen wird. Wenn man ihm 40 Streiche gegeben hat, soll man nicht weiterschlagen, damit er nicht zu viel geschlagen wird, wenn man ihm mehr Streiche gibt und dass dein Bruder nicht, und dass dein Bruder nicht verächtlich gemacht wird in deinen Augen. Offensichtlich gibt es nicht nur das Prinzip, dass Strafe und Schwere der Schuld proportional zu sind, sondern es gibt auch das Prinzip, dass es eine Obergrenze, ein Limit für die Strafe gibt, weil noch mehr Strafe würde dazu führen, dass der Geschlagene verächtlich würde. Gott kennt ein absolutes Limit in der Bestrafung und das bedeutet, dass es bei Gott dieses Prinzip einer ewig fortdauernden Strafe gar nicht geben kann dass deswegen auch keine ewig brennende Hölle gibt, in der Menschen ewig lang gequält werden. Das würde allein diesem Vers, diesem Prinzip deutlich widersprechen und natürlich auch vielen anderen Bibelstellen, zu denen wir im Laufe der Monate und Jahre noch kommen werden. Du sollst dem Ochsen nicht das Maul verbinden, wenn er trifft. Ihr könnt in 1. Korinther 9 einen Vers finden, wo Paulus diesen Vers auch anwendet auf menschliche Sachverhalte in der Gemeinde. Wenn Brüder beieinander wohnen und einer von ihnen stirbt und er hatte keinen Sohn, so soll die Frau des Verstorbenen nicht einem fremden Mann von auswärts gehören, sondern ihr Schwager soll zu ihr eingehen und sie sich zur Frau nehmen und ihr die Schwagerpflicht leisten. Und es soll geschehen, der erste Sohn, den sie gebiert, soll den Namen seines verstorbenen Bruders weiterführen, damit sein Name nicht aus Israel ausgelöscht wird. Gefällt es aber dem Mann nicht, seine Schwägerin zu nehmen, so soll seine Schwägerin hinaufgehen ins Tor zu den Ältesten und sagen Mein Schwager weigert sich seinem Bruder einen Namen in Israel zu wecken er will mir die Schwagerpflicht nicht leisten dann sollen die Ältesten der Stadt ihn herbeirufen und mit ihm reden wenn er dann dabei bleibt und spricht es gefällt mir nicht sie zu nehmen so soll seine Schwägerin vor den Ältesten zu ihm treten und ihm seinen Schuh vom Fuß ziehen und ihm ins Angesicht spucken und sie soll das Wort ergreifen und sagen so soll man jedem Mann tun der das Haus seines Bruders nicht bauen will und sein Name soll in Israel das Haus des Barfüßers heißen. Es sollte eine Ehre sein für jeden, auch für den verstorbenen Bruder noch Nachkommen zu zeugen, so dass die einzelnen Sippen, die Familiennamen, nicht aussterben in Israel. Wenn zwei Männer miteinander streiten und die Frau des einen läuft hinzu, um ihren Mann von der Hand dessen, der ihn schlägt, zu retten, und streckt ihre Hand aus und ergreift ihn bei seiner Scham. So sollst du die Hand abhauen, du sollst sie nicht verschonen. Das Prinzip hierhinter ist sehr interessant, nämlich dass der Zweck nicht die Mittel heiligt. Man kann nicht alles Mögliche tun, nur für einen guten Zweck. Du sollst in deinem Beutel nicht zweierlei Gewichtsteine haben, große und kleine. In deinem Haus soll nicht zweierlei Holmas sein, ein großes und ein kleines. Du sollst volles und rechtes Gewicht und volles und rechtes Holmas haben, damit du lange lebst in dem Land, das dir der Herr dein Gott gibt. Denn jeder, der so etwas tut, ist dem Herrn deinem Gott ein Greuel, jeder, der Unrecht tut. Wer mit zweierlei Maß misst, egal ob es um ein Haus oder um Getreide oder auch um Charakter geht, der ist dem Herrn ein Greuel. Gedenke daran, was dir Amalek antat auf dem Weg, als ihr aus Ägypten gezogen seid. Lasst uns gemeinsam beten. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir danke sagen, dass wir sehen können, dass deine Vorschriften gerecht sind und dass die Prinzipien dahinter von großer Tiefe und weitreichender Bedeutung sind. Danke, dass wir heute auch gesehen haben, dass du zwar gerechte Strafe anordnest, wir wissen, dass das auch am Ende der Zeit so sein wird, aber dass es auch für die Strafe ein Limit gibt und dass du niemanden strafst, dass er verächtlich wird. Danke Herr, dass du gerecht bist in allen deinen Wegen und dass wir auf dich vertrauen dürfen und im Alltag deine Prinzipien umsetzen können durch deine Kraft. Das bitten wir im Namen Jesu. Amen.